Und während mein Hund hier so auf meinem Bett chillt, warum auch immer er sich da wieder hingelegt hat, was nicht gut ist eigentlich, ganz gleich, morgen ist der 5.8. und heute ist der 4.8. Und morgen geht mein Flieger nach Thailand. Ich werde mit einem Freund einen Monat nach Thailand fahren und ein bisschen Backpacking betreiben. Und da dann auch versuchen, einige Videos aufzunehmen, zu vloggen ein bisschen und unsere Eindrücke dann so aufzunehmen. Und heute geht's schon mal los, quasi so vorab die letzten Vorbereitungen. Und später erzähle ich dann auch noch so, was ich so mitnehme und so weiter. Und ja, ist meine erste Backpacking-Reise. Ich bin gespannt. Mein Zimmer ist nicht aufgeräumt, oh mein Gott. Ja, ansonsten, ich bin auch noch nicht so der Profi-Vlogger hier mit der Kamera und shit. Wir treffen uns jetzt nochmal, ich fahre jetzt zu meinem Kumpel und dann schauen wir mal, was sich da so ergibt. Aber ich hasse es, es regnet. Warum muss es regnen? Es ist schlechtes Wetter in Deutschland. Von dem versuchen wir zu entfliehen. Kann man sehen, dass es regnet? Naja, ganz gleich, ich habe jetzt in den Garten des Nachbarns gefilmt. Und ja, dann bis dann, ne? Hast du hier die Infas? Echt? Echt jetzt? Genau. So geht's los. Ich hab schon vorhin. Ja, und während wir hier gerade meinen Eltern noch die genauen Fluginformationen schicken, damit sie auch wissen, wann wir wo sind, etc. pp. Und sich nicht unendlich sorgen, schauen wir schon mal in dieses No Worries von Patrick Hunt rein, was, wie ich es gerne nenne, ein Klugscheißerbuch ist. Aber es hat tatsächlich einige ganz nützliche Tipps. Also wenn ihr Backpacken geht, allgemein nicht unbedingt nach Thailand, dann ist das vielleicht auch mal einen Blick wert. Und dann natürlich noch einen Thailand-Sprachführer, um zumindest ein paar Worte Thai zu können vielleicht. Und sich das mal ein bisschen mit der Sprache auseinanderzusetzen und nicht komplett aufgeschmissen zu sein, ist das, denke ich mal, auch ganz hilfreich. Aber während wir hier noch so ein bisschen geplant haben, wann morgen denn alles losgeht und wann der Flieger genau und wann wir uns treffen und was wir auch noch alles brauchen und ob wir alles haben, was wir so brauchen und so weiter, möchte ich euch jetzt auch mal ein bisschen zeigen, was ich denn so zum Packen habe. Natürlich hier Klamotten, ne, Hosen, T-Shirts, Flipflops etc. pp. Es geht in die Tropen und dann seht ihr aber auch schon hier meinen großen Rucksack und davor habt ihr kurz meinen kleinen Rucksack gesehen, der dann für Tagesausflüge oder etwas dergleichen ist. Der ist von meinem Vater, also kein brandneuer Rucksack, aber er wird es, denke ich mal, auf jeden Fall tun. Dann seht ihr hier noch so ein paar Dinge wie Regenschutz für den Rucksack, ein paar Kompressionsbeutel oder hier so ein Baumwollschlaf, sag mal, man weiß ja nie, wo man denn mal so hinkommt und ob man da den nicht mal braucht, weil es entweder schmandy ist oder was auch immer. Und ich werde jetzt nicht alles genau erklären. Ja, ihr seht hier so ein paar Gegenstände, Erste-Hilfe-Set etc. pp. Und ich werde das jetzt einfach mal ein bisschen durchlaufen lassen. Und hier auch so ein Moskitonetz, ja, in der Region doch schon sinnvoll. Es ist sogar imprägniert, das heißt, die Mücken setzen sich gar nicht erst da drauf, sondern bleiben dem komplett fern. Ja, und hier auch nochmal Mückenspray und so. Mikrofaserhandtücher etc. pp. Um Platz zu sparen. Hier ein bisschen die Hausapotheke oder die Reiseapotheke. Ja, also falls mal irgendwas mit dem Darm sein sollte, was ja gar nicht so unwahrscheinlich ist, oder mal hier, goddammit, dieser Hund. Ja. Genau, und für Wertsachen zum Beispiel unterwegs ist, denke ich mal, so eine Bauchtasche nochmal ganz sinnvoll, um die einfach darin aufzubewahren oder in meinem Fall natürlich auch die Kamera einfach da reinzupacken, was auch allein sehr praktisch ist. Und jetzt kommen noch mal so ein paar andere Gegenstände. Ja, ihr seht jetzt zum Beispiel noch mal hier mehr Klamotten, leichte Leinenhemden zum Beispiel oder sowas für solche Regionen. Eine GoPro, ja, darf auch nicht fehlen, ist aber die günstige Variante. Werde ich in der Beschreibung auch noch mal auflisten. Und dann so Sachen wie eine Taschenlampe, ein Schweizer Taschenmesser, eine Sonnenbrille etc. pp. Sachen, die halt so mit müssen. Ja. Eine genaue Reiseliste werde ich vielleicht noch mal in die Beschreibung packen, je nachdem, ob ich noch dazu komme, bevor ich fahre. Ansonsten folgt das bei Zeiten dann noch hier ein Zahlenschloss, damit man keinen Schlüssel überhaupt erst verlieren kann und aber auch seine Schränke oder was auch immer, wo man hinkommt, mal abschließen kann. Desinfektionsmittel und so weiter, solche Sachen. Natürlich müsst ihr auch alles Mögliche mitnehmen und ich habe es tatsächlich, what the fuck, eine Selfie-Stange für die GoPro.
Aber es kann auch einfach als Einhandstativ dienen. Es ist auf jeden Fall praktisch und hat mehrere Anwendungsbereiche, aber trotzdem ist es jetzt, oh Gott, der mit dieser Seifenstange. Und ja, diverse Aufladekabel und so weiter und so fort. Ich will euch nur mal so einen kurzen Eindruck schaffen, was man denn so mitnehmen kann, was man denn so mitnehmen sollte. Und ansonsten natürlich Papiere, ja, Reisepass, ein Bild, falls der Reisepass mal verloren geht und man sich irgendwie einen neuen Pass machen lassen muss. Man weiß ja nie, ob da mal was irgendwie verloren geht oder geklaut wird. Kann immer alles passieren. Ja, auch gegebenenfalls noch Versicherungsunterlagen, was auch immer mitnehmen. Einfach mitnehmen, damit ihr es nicht habt. Und, goddammit, als Musiker darf man natürlich die Ukulele nicht vergessen. Denn die Gitarre geht ja leider nicht. Ja, dann noch hier diverse Caps oder so. Oder ein Hut. Zum Schutz zur Sonne und natürlich auch Sonnencreme etc. pp. Aber ich denke, das ist es. Genau, Daumen hoch, yo. Natürlich ist aber anzumerken, dass das nicht alle Gegenstände sind, die ich so mitnehme. Ich nehme gegebenenfalls natürlich auch noch ein Buch mit, um etwas zu lesen oder auch eine Zahnbürste, um doch die Zahnhygiene auch unterwegs betreiben zu können. Und solche Sachen zum Beispiel. Aber ich möchte euch jetzt nicht unbedingt zeigen, was für Unterwäsche ich mitnehme, weil das vielleicht nicht unbedingt Sinn der Sache wäre. Sondern ich will euch einfach einen groben Eindruck verschaffen. Und ja, dann könnt ihr, wie gesagt, wenn ihr genauere Infos wollt, nochmal einen Blick in die Beschreibung werfen. Das ist Jonas. Jonas ist 19 Jahre jung, Student und begeisterter Reisender. Jonas möchte die ganze Welt sehen. Und ein Teil dieser Welt ist auch Asien. Asien. Thailand, um genau zu sein. Diese Reise wird er nun unternehmen. Damit wird ein kleines Stück seines Traums für ihn endlich wahr. Wer hat zwei Daumen und ist motiviert? This guy! Okay, morgen geht's los. Ja. Yo, crazy. Muss ich in die Kamera gucken oder dich angucken? Ich weiß, dass man eigentlich ja in die Kamera guckt, wenn man vloggt. Ich vlogge ja gar nicht, ich rede ja nicht mit dir und du bist ja der Vlogger. Also muss ich dich angucken oder die Kamera? So übersteigt meine Kompetenzen. Ja, ich merke schon. Ich gucke lieber dich an, weil ich rede ja mit dir und nicht mit den Fanboys. Ich kann auch einfach so machen. Nee, das sieht komisch aus. Hast du... Das sieht aus wie so ein schlechtes Google Glasses. Doch. Okay. Ja. Oder nee, wie so ein Matrix. Weil du hast ja das Ding von der Kamera direkt davor. Ja. Ich bin, wie heißt der Typ aus 2001, dieser Roboter? Das weiß ich eigentlich. Irgendwas mit R. Ich kenne auch immer noch diese Simpsons-Folge, wo die das verarscht haben. Also wo das Haus dann quasi dieser Typ war. Und dann hat der Homer gefressen. Beziehungsweise der Tisch hat... Die Folge kenne ich nicht. Der Tisch hatte so einen Schredder. So. Und das Haus war dann irgendwie so eine böse KI. Und in der Mitte hatte der Tisch so einen Schredder und den konnte man so zusammenklappen und dann ist mal Essensreste und so direkt da rein und weg. Mhm. So, und dann wollte Homer sich nachts was zu essen holen. Und dann hat er den auf den Tisch gestoßen und dann ist der in den Schredder reingezogen. Und dann war Homer tot. Das Haus hat alle getötet. Das ist so eine Simpsons-Folge, die so wie die Halloween, ich glaube es war sogar eine Halloween-Folge, so die keinen Sinn machen, so wo einfach alle draufgehen. Ja. Okay, very tight. Wird cool. Yo. Okay. Ja, meine lieben Freunde, und morgen geht's dann für mich los. Ich werde jetzt gleich nochmal schlafen gehen. Ja, ich bin sehr gespannt, hab echt viel Bock drauf, bin motiviert. Aber natürlich auch ein wenig aufgeregt, denn ja, wenn man nach Asien fährt und dann vorher noch nie war, ist das, denke ich mal, auch verständlich. Okay, ja, cool. Die restlichen Vlogs folgen dann natürlich erst, wenn ich wieder da bin, was halt dann Anfang, Mitte September, also ich komme Anfang September zurück und vielleicht Mitte September spätestens kommen dann die Vlogs nach und nach. Und ja, ansonsten, Gerd und Eddie sind noch da, haben noch einiges vor. Ich habe ein paar Videos vorbereitet. Viel Spaß damit und ich bin dann mal weg. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschaußen.